Es gibt weniges in der Geschichte der Menschheit, wovon wir so viel wissen wie von der Geschichte der Stadt Paris. Tausende und Zehntausende von Bänden sind einzig der Erforschung dieses winzigen Fleckens Erde gewidmet. In manchen Straßen kennt man, durch Jahrhunderte hindurch, das Schicksal fast jedes einzelnen Hauses. Mit einem schönen Wort nannte Hofmannsthal diese Stadt eine Landschaft aus lauter Leben gebaut. Quand vous voyez Paris, c'est d'ailleurs un site d'histoire, man ska säga. Inte bara ungdomens förtrollade domän av trotsigt livskraftig och fåfäng inbildning. Allt det som snabbt skyndar förbi när livet präglas av oro och misstag. Utan också den stad man kommer till eller lämnar för att dö. Jag var på väg tillbaka. De ord man översätter hör alltid hemma någonstans. I ett namn, Benjamin. I en rymd, Paris. Det är genklangen man söker, förälskad i ordens och namnens magi. Öga, skymning, fantasmagori. La grande révolution a introduit le nouveau calendrier. Le soir, après les combats du premier jour, on a pu constater qu'en divers lieux et à la même heure, on avait tiré sur les horloges. Varje ord eller namn har sin historia, sitt eko i nuet, ett stråk att färdas längs, en gata i en stad som ständigt växer, byter gestalt och mynnar ut någon annanstans än där man tror sig vara. Gyttret av ord är som konturerna av denna gåtfulla stad i fjärran. En labyrint vars gångar hela tiden är i rörelse medan vi fryses fast i ett enda liv, en enda möjlighet av miljoner andra. Paris ist eine Spiegelstadt. Spiegelglatter Asphalt seiner Straßen. Vor allem Bistros, gläserne Verschläge. Ein Überfluss von Scheiben und Spiegeln in den Cafés, um sie ihnen heller zu machen. Und all den winzigen Gehegen und Abteilen, in die Pariser Lokale zerfallen, eine erfreuliche Weite zu geben. Die Frauen sehen sich hier mehr als anderswo. Daraus ist die bestimmte Schönheit der Pariserinnen entsprungen. Ehe ein Mann sie anblickt, sahen sie sich schon zehnmal gespiegelt. Jag trädde in i Jardin du Luxembourg. Ännu idag andas staden friare här. Trafikbruset lyfter från öronhöjd och lägger sig ovan trädtopparna. Morgon och kväll utför kvinnliga kontorister sin defilé genom parken, ackompanjerade av fräcka tillrop från manliga lackskofriare som häckar här, strängt upptagna av sin sysslolöshet. Hit ska man komma en gång i sitt liv, med sitt första och kanske enda barn. Segelbåtarna som av mjuka barnahänder stöts ut med käpp i den oändliga bassängen är tecken till de tidigt eller plötsligt döda. Jede Kindheit leistet etwas Großes, Unersetzliches für die Menschheit. Ditt namn var Walter i 48 år. Freilich ist es die besondere Natur des Namens, sich nicht am Kommenden, sondern immer nur am Gewesenen, das wir sagen, am Gelebten zu zeigen. Den Flanierenden leitet die Straße,
in eine entschwundene Zeit. Ihm ist eine jede abschüssig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern, so doch in eine Vergangenheit, die umso bannender sein kann, als sie nicht seine eigene, private ist. Dennoch bleibt sie immer Zeit einer Kindheit. Warum aber die seines gelebten Lebens? Im Asphalt, über den er hingeht, wecken seine Schritte eine erstaunliche Resonanz. Den tidigt döde duk för alla som ska dö. Hans ande vandrar rastlöst av och an i ordens stad. Bin ich der, der Walter Benjamin heißt? Oder heiße ich bloß einfach Walter Benjamin? Den döde ställer frågan till oss och väntar sig ett svar. Sébastien, il faudrait peut-être commencer à travailler. Qu'est-ce qu'un livre? Une pyramide dans laquelle nous cherchons, recherchons toujours et sans cesse la sortie dans ces couloirs mystérieux. Vem är det som säger jag om mig? Den som har fått uppgiften att vara skuggan i de dödas labyrint, ett språkligt väsen med ett annat namn. Der Habitus eines gelebten Lebens, das ist es, was der Name aufbewahrt, aber auch vorzeichnet. Non, hey man, il est chelou ton Benjamin, il est zarbi comme type. Was den Sammler angeht, so ist hier seine Sammlung niemals vollständig. Und fehlte ihm nur ein Stück, so bleibt doch alles, was er versammelt hat, eben Stückwerk. Mais celui-là, c'était une scène de pâturage qui me plaît beaucoup dans l'esprit des autres. 19e siècle, très naturiste, et qui à l'époque n'était pas apprécié. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un retour vers ces choses où on voit vraiment l'atmosphère de la campagne. Uniquement parce que ça me semblait intéressant, habitant à Paris, dans une grande ville, etc., d'essayer de créer dans ma maison l'atmosphère de la campagne. La campagne à Paris. Cour, cour, cour. 1800-talets alla kor. Jag vet inte hur jag hamnade i det här huset. Genom de florstunna gardinerna tränger ljuset in i samlarens gemak. Han är gammal och sjuk, men föremålen har en sällsam lyster som lindrar hans kval. Hans blick ljusnar när han talar om tingen. Handen darrar av upphetsning när han håller dem i handen. Et là, ici, hein? On mettait ça sur la table, hein, et on ouvrait comme ça, et c'était les œufs, cuits, les œufs à la coque. Vielleicht lässt sich das verborgenste Motiv des Sammelnden so umschreiben. Er nimmt den Kampf gegen die Zerstreuung auf. Der große Sammler wird ganz ursprünglich von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit angerührt, in dem die Dinge sich in der Welt vorfinden. Han har ingen uppdragsgivare. Samlingen är till för hans egen skull. Den dör med honom. Die wahre Methode, die Dinge sich gegenwärtig zu machen, ist, sie in unserem Raum, nicht uns in ihrem, vorzustellen. Es ist auch der Anblick großer vergangener Dinge, Kathedrale von Chartres, Tempel von Paestum, in Wahrheit, wenn er nämlich glückt, ein Sie in unserem Raum empfangen. Nicht wir versetzen uns in Sie, Sie treten in unser Leben. Inifrån mitt rum ser jag en strimma av himlen.
På morgnarna pinglar skolklockan. Från gatan stiger kören av tutor. Oron driver mig ut på trottoarerna till välbekanta gathörn och husfasader som blinkar vänligt till mig när solen speglas i takvåningarnas fönster. Ibland när jag sitter och läser på en parkbänk eller driver omkring på gatorna blir jag tilltalad av någon likasinnad. De finns överallt. Vi är ett litet samfund. Syskonsjälarna. L'œuvre de Benjamin, c'est une réponse à la dissimulation. C'est pas du toc comme tout le reste, c'est une méthode pour vérifier soi-même. Benjamin, je l'adore. Quelle tête. Mais le pauvre, quel malheureux. Pas d'argent, pas de chance. Un jour, à Paris, dans les années 30, il a perdu son stylo. Pour lui, c'était une vraie catastrophe. Il était désespéré. Gatan är mättad av färger och levnadslust. Ansikten är rödaktiga av upphetsning eller skymningsljus. I ett hörn på kaféet sitter alltid någon som just anlänt. Merci. I gotta tell you, Walter Benjamin is sexy. I mean, I've used the angel of history so many times in the chat-up line. God, I got to sleep with this beautiful German student just by mentioning the Arcades Project. ...1927 anlände den unga holländska fotografen Germain Krull till Paris. Hon hade kameran under armen och hennes samtida beskrev hur kroppen tycktes laddad av energi. Som alla turister åkte hon först och främst upp i Eiffeltornet. In den luftumspülten Stiegen des Eiffelturms, besser noch in den Stahlschenkeln eines Pont Transbordeur, stößt man auf das ästhetische Grunderlebnis des heutigen Bauens. Durch das dünne Eisennetz, das in dem Luftraum gespannt bleibt, strömen die Dinge. Schiffe, Meer, Häuser, Maste, Landschaft, Hafen verlieren ihre abgegrenzte Gestalt, kreisen im Abwärtsschreiten ineinander, vermischen sich simultan. Det var det Germain Krull intuitivt uppfattade när hon var på väg upp i tornet för att betrakta sin nya stad från ovan. Hon steg ur hissen redan på första våningen och klättrade sedan den smala vindeltrappan upp. Där stannade hon hela dagen och när hon sedan framkallat sina plåtar gick hon dit igen. Hon fotograferade konstruktionens växelverkan mellan svart och vitt, tornets tyngd och lätthet. Och fortsatte sedan med stadens dynamomaskiner, lyftkranar, stålbroar, järnvägsstationer och stålskenor. Hon samlade bilderna i ett planschverk som hon kallade metall, och med det blev hon berömd. Walter Benjamin satt vid samma tid på Bibliothèque Nationale och analyserade sitt eget århundrade i 1800-talets spegelbild. Die ersten Eisenkonstruktionen dienten transitorischen Zwecken. Markthallen, Bahnhöfe, Ausstellungen. Die Menschen gingen durch. Die Städte des 19. Jahrhunderts wurden von Ingenieurskunst und Technik in Eisen gegossen. Någon gång på 30-talet passerade Benjamin genom Germain Krulls liv. Hon var nu upptagen av att skildra människorna i Paris. Man hade gett henne smeknamnet Storstadens öga. Hon betraktade honom i sökaren.
Jag tänker mig att Benjamin vände sig till den livliga fotografen och med en smula släpig och doserande röst sa: Was die ersten Fotografien so unvergleichlich macht, gnädiges Fräulein, ist vielleicht dies, dass sie das erste Bild der Begegnung von Maschine und Mensch darstellen. Man hat von Paris als von der Ville qui remue gesprochen, als von der Stadt, die sich dauernd bewegt. Montparnasse, Belleville, République, Bastille, Concorde, Champs-Élysées. Als Schwelle zieht die Grenze über Straßen. Ein neuer Rayon fängt an, wie ein Schritt ins Leere. Als sei man auf eine tiefe Stufe getreten, die man nicht sah. De förbipasserandes ögonkast säger att jag hinner leva en gång till. Leendena lovar mer än någon annanstans. Dialektik der Flânerie. Einerseits der Mann, der sich von allem und allen angesehen fühlt, der Verdächtige schlechthin. Andererseits der völlig unauffindbare, Geborgene. Husväggarna kastar tillbaka ekon från tidigare samtal. Människorna uppträder som gengångare, försvinner, framträder igen. I was reading Benjamin the other day at the Select, sitting next to this beautiful young French girl. Suddenly she asked me what I'm reading. And of course, I get very enthusiastic about explaining the theses on the philosophy of history. Just then, Jean-Pierre Léaud comes in. You know, the actor who was in almost every one of Truffaut's films. He comes barreling over, shakes her and yells, Tu es avec ces dubla! Like, what are you doing with this idiot? And then he drags her out of the cafe. I got a full-on Benjamin Force depression after that. Var kommer han ifrån? Vart är han på väg? Den eviga turisten från andra sidan Atlanten, som alltid skriver på en roman och i förbigående analyserar den europeiska oron. I mean, it's like Benjamin's approach offers some sort of weird way out. With him, being lost is something productive. Instead of trying to make sense of the confusion, he sees a whole universe, a whole history in one single object. Now, I think a lot of people are drawn to that idea. I mean, sometimes it seems there isn't much else you can do. Vad är staden annat än en jättelik bibliotekssal? Der gemalte Sommerhimmel, der aus Arkaden in den Arbeitssaal der Pariser Nationalbibliothek hinuntersieht, hat seine träumerische, lichtlose Decke über die Erstgeburt ihrer Einsicht geworfen. Jag rör mig allt längre in i biblioteket, djupare ner i lagren av tid, frusna handlingar, bokstävers glans. Under Pont Mirabeau rinner Seine och våra kärleksöden. Varken vårt liv eller vår kärlek kommer igen. Ingenstans är stjärnhimlen så vidsträckt som i Paris. Den sträcker sig från Invalide till Bastille i ett och samma ögonpar.
Ur dunklet vid nästa gathörn tränger ljudet av klackar som förstärks och sedan försvinner ut i oändligheten. Fasaderna bleknar om natten, blir benvita, står där som skelettliknande skal kring de sovande. Natten får klockorna att stanna och vi rör oss utanför tiden. Detta är staden utan oss. Ruinen, gravkapellet, askan. I den främmande staden utplånas slutligen bilden av vårt ansikte. Fasadbelysningens sken faller på tomma trottoarer och körbanor. Likt tindrande ljuskronor glider turistbåtarna fram över Seine. De kraftiga strålkastarna sveper över kajer och fasader. En gång i livet ska ljuset träffa dig. On sait que le dormeur, semblable en cela au fou, entreprend dans son corps le voyage macrocosmique et que les rumeurs et les sensations du corps propre, pression artérielle, mouvement des viscères, battement du cœur, sensations musculaires, qui pour l'homme éveillé, bien portant, se confondent dans le murmure général du corps en bonne santé, font naître, grâce à l'exceptionnelle acuité de sa sensibilité interne, des images délirantes ou oniriques, qui les traduisent et les expliquent. Il en va de même pour le collectif assoupi, qui dans les passages s'enfonce au-dedans de lui-même. Nous devons l'y suivre pour interpréter le 19e siècle, dans la mode et la publicité, dans l'architecture et la politique, comme à la suite de ces visions oniriques. Blickwispern füllt die Passagen. Da ist kein Ding, das nicht ein kurzes Auge, wo man es am wenigsten vermutet, aufschlägt, blinzelnd schließt, siehst du näher hin, so ist es verschwunden. Dem Wispern dieser Blicke leiht der Raum sein Echo. Was mag in mir, so blinzelt er, sich wohl ereignet haben. Wir stutzen. Ja, was mag in dir sich wohl ereignet haben? So fragen wir ihn leise zurück. Ah Dieu, que la guerre est jolie. C'est joli, n'est-ce pas, cette étoile dans le casque d'Apollinaire et cette étoile de sang qu'il avait dans la tête et par laquelle son cerveau et sa vie avaient commencé de s'écouler comme des milliers de tonnes de cerveaux et des millions d'années de vie qui ne seraient jamais vécues. Après ça, comment combattre aux frontières de l'illimité et de l'avenir sans se retourner souvent, comme l'ange de Benjamin qui s'enfuit vers l'avenir mais le dos tourné et regardant la catastrophe derrière lui. Nous, en 68, on a eu de la chance. C'était plutôt Make Love Notoire, sous les pavés, la plage, le droit de s'en aller, Katmandou, le riz complet, le Yémen, l'Afrique, puis le droit de revenir. Nous aussi, on s'est retourné. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras, dit Apollinaire. Nous aussi, passons, passons, puisque tout passe. Mais un livre ancien sous le bras, ça passe moins vite. Man kan tänka sig mänsklighetens historia som idén om en helig text. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt,
sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Ce matin, je me suis promené dans le jardin du Palais Royal, comme tous les jours. Et soudainement, me prit le sentiment que j'étais un double, un pendant de l'homme du 19e siècle. Et je comprenais ce que dit Benjamin, des extravagances, de la décoration des intérieurs de cette époque-là. Y vivre, c'était comme chercher refuge au centre d'une toile d'araignée serrée que l'on avait filée et tissée soi-même, à laquelle étaient accrochés des événements de l'histoire universelle, éparpillés comme autant de dépouilles d'insectes vidés de leur substance. On ne veut pas abandonner cet antre. 100 ans après, je me reconnais. La toile d'araignée, ce sont les médias. La nouvelle décoration, ce sont les écrans d'ordinateur. De l'antre, plus rien ne peut sortir. Ils l'ont scellé complètement. Wer 1817 die Passage des Panoramas betrat, dem sangen auf der einen Seite die Sirenen des Gaslichts und gegenüber lockten als Ölflammen Odalisken. S'allumant brusquement, les lumières électriques firent pâlir l'éclat irréprochable de ces galeries, qui devenaient soudain plus difficiles à trouver, qui pratiquaient une magie noire avec les portes et contemplaient leur intérieur par des fenêtres aveugles. Das war kein Niedergang, sondern der Umschlag. Mit einem Schlage waren sie die Hohlform, aus der das Bild der Moderne gegossen wurde. Hier spiegelte mit Suffisanz das Jahrhundert seine allerneueste Vergangenheit. Hier war das Altersheim der Wunderkinder. Ein anderes System von Galerien, die unterirdisch durch Paris sich hinziehen, die Metro, wo am Abend rot die Lichter aufglühen, die den Weg in den Hades der Namen zeigen. Comba, Élysée, Georges V, Étienne Marcel, Solferino, Invalide, Vaugirard haben die schmachvollen Ketten der Rue, der Place von sich abgeworfen, sind hier im blitzdurchzuckten, pfiffdurchgellten Dunkel zu ungestalten Kloakengöttern, Katakombenfeen geworden. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je suis sans ressources. Je sors de prison et je dors sur les trottoirs. Déjà tout petit, j'étais abandonné à l'ADAS. Alors j'ai été placé dans une famille, mais mes parents d'adoption sont morts dans un accident de voiture. Alors je suis retourné à l'ADAS, mais la maison a brûlé dans un incendie. Je suis devenu épileptique, autiste, paralytique et neurétique. Ça fait 8 ans que je me pique et je suis séropositif. Mais monsieur, je suis prêt à tout pour m'en sortir et devenir un homme respectable. Dans l'intendance, si vous pouviez me donner une petite pièce ou un ticket restaurant, comme ça je pourrais manger et puis rester propre. Solange es noch einen Bettler gibt, solange gibt es noch Mythos. Das träumende Kollektiv kennt keine Geschichte. Ihm fließt der Verlauf des Geschehens als immer Nämliches und immer Neuestes dahin. Spezifika des Warenhauses. Die Kunden übersehen alle Stockwerke mit einem Blick.
Jede Mode verkuppelt den lebendigen Leib der anorganischen Welt. An dem Lebenden nimmt die Mode die Rechte der Leiche wahr. En 1857, partait encore, rue Pavé-Saint-André, à 6 heures du matin, une diligence à destination de Venise. Elle mettait 6 semaines. Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. Das Gehen gewinnt mit jedem Schritt wachsende Gewalt. Immer geringer werden die Verführungen der Bistros, der Läden, der lächelnden Frauen. Immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke, eines fernen Platzes im Nebel, des Rückens einer vor ihm schreitenden Frau. Dann kommt der Hunger. Er aber will nichts wissen von den 100 Möglichkeiten, ihn zu stillen, sondern wie ein Tier streicht er durch unbekannte Viertel auf der Suche nach Nahrung, nach einer Frau, bis er in tiefster Erschöpfung auf seinem Zimmer, das ihn entfremdet, kalt zu sich einlässt, zusammensinkt. Ici habitait Proust, protégé par des murs de liège à la seule lumière de l'écriture. Proust a réussi ce tour de force, laisser vieillir le monde entier autour d'une vie d'homme. Jag följer ansikten, gester, händer och rörelser som om de är inslag i mitt eget liv. Vi tror oss kunna läsa levnadsödena i ansiktenas skriftrynkor. Moi j'habite seule à Clignancourt. Mon mari il m'a quitté l'année dernière. Après ça, j'ai beaucoup dormi. Quand je marche dans les rues, on dirait une morte vivante. Un jour, c'est tellement long. Se lever, se laver. Die Fantasien vom Untergang von Paris sind ein Symptom davon, dass die Technik nicht rezipiert wurde. Aus ihnen spricht das dumpfe Bewusstsein, dass mit den großen Städten die Mittel heranwuchsen, sie dem Erdboden gleich zu machen. Parisbroarnas sällsamma lockelse, att inbjuda till kärleksäventyr. Det känns otillbörligt att vandra över broarna i den förbeilande skymningen utan att kyssa någon. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Benjamin skrev att det märkliga med passagerna är att de liksom drömmen inte har någon utsida. Det märkliga med döden är att livet sluter sig omkring en och blir utsida. Medan man själv tvingas gå genom passagen ensam.
Rite de Passage. So heißen in der Folklore die Zeremonien, die sich an Tod, Geburt, an Hochzeit, Mannbar werden etc. anschließen. In dem modernen Leben sind diese Übergänge immer unkenntlicher und unerlebter geworden. Wir sind sehr arm an Schwellenerfahrungen geworden. En man ville måla av staden. Han ställde upp sitt staffli på höjden uppe vid Père Lachaise. Medan skymningen föll försökte han hela tiden ändra ljusförhållandena i sin målning tills den slutligen visade mörkret. Jag måste gå. Ingenting av det jag talat om har verkligen inträffat. Alltihop har aldrig levt, så sant som ett skelett aldrig har levt, utan bara en människa. De som blir galna skjuter också mot klockor. Tiden blir outhärdlig. Sekunderna tickar. Medvetandet sugs ner i en malström. Man skjuter för att dämpa paniken. Drömmen är att förvandla det egna livet till en stillbild. Jag osäkrar min revolver. Ließ er nicht ein passionierender Film sich aus dem Stadtplan von Paris gewinnen, aus der Entwicklung seiner verschiedenen Gestalten in zeitlicher Abfolge, aus der Verdichtung einer jahrhundertelangen Bewegung von Straßen, Boulevards, Passagen, Plätzen im Zeitraum einer halben Stunde? Und was anderes tut der Flaneur? Thank you.